Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream. Sind Sie Sklaven? Aus dem Leben in Kybernetien. Karl-Heinz Steinmüller. Karen, wie schön, dass du es doch noch ermöglichen konntest. Mosmo, der Gastgeber, wirkte genauso pausbäckig, wie ihn Karen in Erinnerung hatte. Sein Händedruck war heiß und ziemlich feucht, sodass sie in Versuchung geriet, sich den fremden Schweiß an ihrem Dienstsari abzuwischen. Schon winkte er weitere Gäste heran. Darf ich vorstellen? U Yang Sung, Cheftechniker bei der Wasserlogistik AG, Susan Hatterleinen, die berühmte Kognoklempnerin, Brill Maruk, seines Zeichens Ökosystemingenieur. Die Namen prallten von ihr ab. Sie lächelte. Auch der billigste Mimikanalysator hätte erkannt, dass es ein aufgesetztes, künstliches Lächeln war. Ringsum Geplauder, Girlanden an hohen Stangen, der flache Schein der Nachmittagssonne. Sie gab sich einen Ruck, sagte, wie angenehm es wäre, hier zu sein. Aber trotz 2 Stunden Flug war sie noch immer damit beschäftigt, die Sitzung zu verarbeiten. Sie sah Mr. M. am langen Konferenztisch, dem Präsidenten der Weltvereinigung der Entropie-Exporteure, wie er mit harten, knochigen Fingern wieder und wieder auf die Tischplatte pochte. Über 1 Promille ungeklärter Zuwachs im letzten Quartal. Hätten die Satelliten es nicht gemessen, ich würde es nicht glauben. Vorschläge? Erklärungen? Was sagt die Pazifik-Emittoren-Union dazu? Rapana, du schweigst? Und AP und AP? Nichts bemerkt, Dillard? Jetzt kommt mir nicht mit einem Rechenfehler. Wie froh war sie in diesem Moment gewesen, nicht mit am Tisch zu sitzen. Ihr Chef, der mächtige und sonst so kraftstrotzende Alain Delar von Atlantis Power and Antipower, sank in sich zusammen. Was für ein wundervoller lauer Abendwind. Ein C4 ohne Gleichen. Wie bestellt. Nun ja, vielleicht ist er bestellt. Der da auf sie einredete, war Uang Sung. Der Cheftechniker war einen Kopf kleiner als sie und von einer quecksilbrigen Agilität. Auf seinem beigefarbenen Hemd prangte ein Rotweinfleck. Mosmo hat uns einen besonderen Höhepunkt versprochen. Er fasste Karen vertraulich am Arm, zog sie mit, zeigte auf eine steinerne Stele mit einer polierten Marmorschale. Darin lag ein Objekt. Undeutlich erinnerte sie sich. Ein Instrument, ein, wie es früher hieß, Werkzeug. Zeug zum Werken. Ein Schaft, wohl aus Holzimitat oder Naturholz. Daran ein silberblitzender Metallquader, der sich an einer Seite verjüngte. Sie schnipste mit den Fingern. Das Wort dafür kannte sie doch. Nein, sie wollte Clara nicht gedanklich herbeizitieren und im Netz nachschauen lassen. Das sollte sie in ihrem eigenen Gehirnkasten finden. Außerdem, Clara signalisierte, mit ihrem Auftrag zu 99,8% ausgelastet zu sein. Analyse der Entropieströme von AP und AP. Bei ihrer Firma waren es sogar 1,5 Promille Abweichung. Und keine Quelle ließ sich ermitteln. Clara, die virtuelle Assistentin, teilte Karens Sorge. Sie verloren den Überblick. Ein Defekt in den Hyperkabeln, die überschüssige thermische Energie zur Emitterinsel mitten im Atlantik transportierten, hätte doch auffallen müssen. Jahrelang hatten ihnen die Steuerintelligenzen den perfekten Betrieb gemeldet, auch für diese Abrechnungsperiode. Und dann stellten Erdbeobachtungssatelliten fest, dass der Infrarotstrahl, der vom Emitter in den Weltraum ging, 1,5 Promille zu stark war. Das bedeutete, dass der Energieumsatz im Einzugsgebiet und damit die Entropieproduktion stärker gewachsen war als geplant. Und keiner fand heraus, weshalb. Oder belogen sie die Intelligenzen? Clara hielt das für undenkbar. Sie hatte sich ominöse, selten genutzte Prioritätsrechte verschafft und wühlte tief in den Eingeweiden des Systems.
Und wir begrüßen nun Ken Edrick, den berühmten Gemäldeschaffenden, der Pinsel und Farbe wie die Meister der Renaissance zu handhaben versteht. Der Genannte, er trug ein knallbuntes, hüftlanges Shirt, griff das Glas, das ihm ein Service-Android der neuen Baureihe Sandro 4 anbot, leerte es in einem Schluck, holte tief Luft und schlug Mosmo jovial auf die Schulter. Was macht die Kommunikation? Immer noch ein wenig einfarbig? Ich sag's doch, schon in unseren Kindergärten fehlt das Faible fürs Differenzieren. Als gäbe es nur ein Rot, ein Blau, ein Grün. Er entdeckte Susan Hatterleinen, bedachte sie mit einer tiefen Verbeugung. Verehrte Heilerin der Künstlichen, hast du bei Ihnen schon die Krankheit Fantasie entdeckt? Die Angesprochene wandte sich peinlich berührt ab und Ken Edricks Blick forschte nach einem neuen Opfer. Karen wich an der Seite der Terrasse aus, fand einen Platz hinter einem hölzernen Gestell, auf dem ein breiter Kasten mit üppig wuchernden und üppig blühenden Pflanzen ruhte. Es roch nach Sommerwiesen und herbstlichen Obstgärten. Sie wandte sich um, trat an die Brüstung, schaute über das von meandernden Grünstreifen durchzogene Häusermeer. Es ging auf den Abend zu. Der innerstädtische Luftverkehr hatte noch zugenommen. Der Lärm der Party aber überdeckte das ferne Brummen und Surren. Sie atmete tief durch, seufzte kurz. Sie war der Einladung gefolgt, wollte entspannen. Mosmo feierte das 12-jährige Bestehen seiner Firma. Die hatte irgendwas mit Design und Kommunikation zu tun. Aber Karen hatte nie begriffen, ob da Kommunikation designt oder Design kommuniziert wurde, was letztlich vielleicht auf dasselbe hinauslief. Das Geschäft schien jedenfalls gut zu laufen. Wie viel Entropie Mosmos Firma wohl produzierte? Jegliche menschliche oder maschinelle Tätigkeit beruhte auf Energieflüssen und vermehrte die Entropie. In den Kreisläufen der Industrie, in den Recyclingprozessen für Gebrauchsgüter, überall entstand Entropie, vermischten sich Stoffe und wurden aufwendig wieder entmischt. Selbst Kommunikation und Design steuerten ihr Schärflein Entropie bei. Und wenn es nur die Erwärmung der Intelligenztechnik war, die Mosmo und seine Kollegen benutzten. Aber woher kam die 1,5 Promille Überschuss? Wer oder was produzierte sie? Hätte es irgendwo eine Havarie gegeben, von der Clara nichts hatte in Erfahrung bringen können? Unmöglich. Insgeheim hoffte Karen noch immer, es wäre ein Verrechnungsfehler. Inkompatible Maßeinheiten, zwei intelligente Subsysteme, die vom Postulat perfekter Kommunikation ausgingen, sich aber eigentlich nicht verstanden. Auch ein Fall von Entropieproduktion. Clara hatte selbst das, soweit möglich, überprüft. Aber wenn ihre brave Softwareassistentin getäuscht wurde, was lief sonst alles schief in den perfekt ausbalancierten Regelkreisen der Welt? Ein schlanker Mann mit auffällig rostrot gefärbtem Bart trat neben sie und lehnte sich auf die Brüstung. Was schaust du so versonnen über die Stadt? Habt ihr von Atlantis wieder einmal eine unvorsichtige Raumsonde gebrutzelt? Karen verzog den Mund zu einem schiefen Grinsen. Es gab wirklich subtilere Formen der Anmache. Das ist Jahre her und es war eine nicht mehr steuerbare Altsonde, besserer Weltraumschrott. Jetzt erst kam er auf den Gedanken, sich vorzustellen. Er sei, meinte er, auch ein Sherpa, also Assistent für wichtige Beratung und Konferenzen. Spezialität: Altstoffentsorgung aus der Epoche vor den Materialkreisläufen. In jüngster Zeit, erzählte er unaufgefordert, hätte es Probleme damit gegeben. In der Theorie höre es sich ja überzeugend an. Man deponiert die Abfälle tief in der Erdkruste in den Subduktionszonen, wo sich eine Platte unter die andere schiebt und in ein paar Jahrtausenden würde das Material eingeschmolzen und tiefer gedrückt. Verschwende für Jahrmillionen aus der Biosphäre. Aber in der Praxis... Karen war froh, als ein Anruf hereinkam. Mit einem kurzen, gedanklichen Impuls nahm sie ihn an. Es war Dillard, ihr Chef.
Sie sind doch dran, Karen. Mr. M. erwartet Resultate, macht Druck. Als ob nur bei uns etwas aus den Rudern läuft. 1,5 Promille. Früher wäre das als Fehler beim Runden durchgegangen. Aber der Herr M., nein, seine Berater, wollen es penibel genau wissen. Haben Sie schon etwas in den Händen, Karen? Wenigstens ein paar vorläufige Daten? Wo treiben Sie sich überhaupt herum? Wären nicht Recherchen vor Ort angebracht? Ja, da haben Sie recht. Kein Mensch kommt an die Hyperkabel, die Emittoren heran. Ach so, Ihre Assistentin erledigt das? Brauchen Sie zusätzliche KI-Ressourcen? Ich habe alles mobilisiert, was locker ist. Ich verlasse mich auf Sie. In der Zwischenzeit redete der Abfallscherper, der ja nichts von ihrem mentalen Gespräch und Dillards bisweilen schiefen Ausdrücken mitbekam, ungerührt weiter. Auch strahlender Müll sei da unten besser aufgehoben, soweit man ihn nicht der Isotope wegen recycle und transmutiere. Wie stoppt man einen Dauerplauderer? Man fragt dazwischen, und wie sieht es mit Ihren Entropiebilanzen aus? Alles im geplanten Bereich? Sagten Sie Differenzen? Irritiert und wegen der förmlichen Anrede fast ein wenig beleidigt, blickte er nun Karen direkt in die Augen. Was für eine Frage! Selbstverständlich liefe alles nach den Vorgaben. Nur die permanenten Anstrengungen, die nervlichen Anspannungen. Rücksicht nehme da keiner. Stets müsse er über alles informiert sein, wofür doch eigentlich die Assistenten zuständig wären, nicht wir menschlichen Sherpas. Er drehte sich abrupt zur Seite. Karen atmete auf, hielt Ausschau nach einem ruhigeren Platz. Neben der breiten Glastür zum Bürobereich war ein Tisch mit Getränken aufgebaut. Gleich rechts davon spendete ein Mauervorsprung Schatten. Es war falsch gewesen, dass sie überhaupt Mosmos Einladung gefolgt war. Aber wie hätte sie ahnen können, dass das turnusmäßige Treffen der Weltvereinigung derart stressig ausging? Im Schatten war es angenehm kühl. Erst jetzt spürte sie, dass sie in Schwitzen geraten war. Clara leierte Daten herunter. Nein, Zusatzressourcen brauchte sie nicht. Ohnehin liefen im Hintergrund ständig die Überprüfungsroutinen. Dann stellte sie die Frage, die Karen längst erwartet hatte. Ob nicht ihre menschliche Intuition weiterhelfen könne? Ein altvertrautes Spiel. Bei einem Menschen hätte Karen von Koketterie gesprochen. KI Clara berief sich darauf, dass Menschen angeblich über einen besonderen Sinn für Datenfusion verfügten. Ich müsste es überschlafen, meinte Karen stumm. Die berühmten Eingebungen im Schlaf, konstatierte Clara. Die Assistentin hatte sich nie die leiseste Andeutung erlaubt, dass sie die Menschen um ihre Fähigkeit zu schlafen beneidete. Das gehörte nicht zu ihrem Portfolio simulierter Emotionen. Du machst dich rar, liebste Karen, riss Mosmo sie aus der gedanklichen Konversation. Er winkte ein Sandro heran, der Karen ein Glas mit einer türkisgrünen Flüssigkeit hinhielt. Das lockert auf. Eigentlich müsste ich jetzt arbeiten. Arbeiten? Mosmo lachte und zitierte Paraschwili, die Modephilosophin. Arbeit ist eine besonders ineffektive Art, sich die Zeit zu vertreiben. Was uns abgeht, fehlt, verloren gegangen ist, das ist die echte Arbeit, das Zupacken. Hand anlegen, das Werken im Schweiße des Angesichts, das physische Exerzieren von Tätigkeit. Das alles war Originalton Paraschwili. Weißt du, Karen, Schnitzen, Holzschnitzen, eine besonders gefährliche Arbeit von Arbeit, ist gerade Trend. Wir haben kürzlich eine Ausstellung von handgeschnitzten Objekten kuratiert mit wundervollen Figuretten, Gesichtsmasken und anderen Dingen, die sonst aus dem Drucker kommen. Mit gemeinsamer Anstrengung könnten wir einige der alten Fertigkeiten zurückgewinnen, wenn wir nur wollten. Soll ich dir den Saal zeigen? Sie schüttelte den Kopf. Party hieß, alle reden auf dich ein. Man kommt nicht dazu, einen klaren Gedanken zu fassen. Ein Glück, dass Clara im Hintergrund tätig war und mit ihr all die Hilfs-KIs mit ihren Routinen, die Clara heranorganisiert hatte. Was schaust du so sauertöpfisch, liebste Karen? Die Abendsonne scheint und du ziehst dich in den Schatten und in dein Schneckenhaus zurück. Alle genießen die laue Luft und du? Wenn dich etwas bedrückt, heraus damit. Dillard mochte nicht, dass man interne ausplauderte. Aber sie hatte keine Geheimhaltungserklärung unterzeichnet.
über 1 Promille zu viel Entropieproduktion, über 1 Promille mehr entwertete Energie wurde ins All abgestrahlt. Eine gewaltige Menge. 1 Promille ist doch gar nichts, außer bei Alkohol im Blut, wandte Mosmo pausbäckig breit grinsend ein. Und wenn die Erde das Promille erst einmal ausgepustet hat, kann es eh keinen Schaden mehr anrichten. Solange wir nicht wissen, wo der Überschuss besteht, stell dir vor, wir hätten irgendwo eine Stockung. Die Klimaregulation käme aus der Balance wie am Anfang des Jahrhunderts. Wir setzen grob geschätzt 3-mal so viel Energie um wie damals. Mir wird heiß bei der bloßen Vorstellung. Tatsächlich aber spürte sie, dass ihr eine Gänsehaut den Rücken herunterlief. Mal den Teufel nicht an die Wand. Es passt doch alles. Das Wetter hält sich an den Wetterbericht und das Klima an den Klimaplan. Die Sandros räumen uns den Kram hinterher. Und in freier Wildbahn tummeln sich rekonstruierte Arten. Was wollen wir mehr? Wir leben in der glücklichsten Epoche der Menschheitsgeschichte. Nur, dass es leider die 5 Milliarden Menschen noch nicht bemerkt haben. Denen geht es doch nicht schlechter als uns. Und wozu haben wir die Glücksforschung? Ah, sein Gesicht hellte sich auf. Hier kommt Damala. Du kennst sie sicher noch von damals. Dem Praktikum bei der Allgemeinen Sozial-AG? Wie hieß das doch? Klientenzentrierte Verwaltungssteuerung? Oder war es verwaltungszentrierte Klientensteuerung? Was haben wir gesteuert? Vor allem erinnerte sich Karen noch an den Zoff mit anderen Hilfsunternehmen. Wer durfte wann und wo Spenden verteilen? Der Streit war vor einem privaten Schiedsgericht gelandet, das offensichtlich kein Interesse an einer raschen Lösung hatte, bis am Ende ein Expertengremium eine Simulation des juristischen Aufwands vorlegte. Doch wie war die Sache damals eigentlich ausgegangen? Für sich selbst hatte Karen die Monate als eine Erfahrung abgehakt, die man nicht unbedingt wiederholen musste. Damala, ein cremefarbenes Kostüm, betonte ihre schlanke Figur, bewegte sich wie damals ein wenig ungelenk, so als gehörten ihre Arme zu einer Gliederpuppe. Karen, die Bedenkliche, immer noch allein unterwegs? Nun wohl, Karen hatte auch Damala als eine von diesen Erfahrungen in der untersten Gedächtnisschublade abgelegt. Dillard meldete sich. Die Kollegen vom Pazifik-Emittoren hätten 0,1 Promille aufgespürt, falsch gebuchte Aktivitäten in einem Rohstoffprojekt. Gibt es nicht auch bei unseren Kunden Buchungen in der Luft? Basic Europe SE hatte doch immer Bilanzierungsprobleme. Karen winkte gedanklich ab, längst überprüft. Dillard war enttäuscht. Könne man nicht wenigstens provisorisch das Nachfolgeunternehmen der EU als einen zu verschachtelt komplexen Entropieproduzenten? Gut, vergessen wir das. So ernsthaft wie eh und je? Die Karen, wie wir sie kennen. Damala öffnete die linke Hand und zeigte auf der Handfläche das Hologramm eines schlaksigen Jungen, ihres Sprösslings. Er sei schon 10, habe 5 virtuelle Spielgefährten, die maßgeblich zu seiner Entwicklung beitrugen. Und der Sohn hat uns fast kein Geld gekostet. Wir sind vor der Geburt extra in ein Gebiet mit negativer Kindersteuer gezogen, eigentlich eine Schlechtwetterzone, ehemals Überflutungsbereich. Aber gerade im Wiederaufbau. Kann ich dir nur empfehlen. Wer in einer City-Region bleibt, zahlt sich für ein Kind doch dumm und dämlich. Aber du bist ja unter die Geburtenabstinenzler gegangen. Karen schüttelte den Kopf. Auch Clara hatte schon einmal die Frage des Kinderwunsches angesprochen und ihr die Vertracktheiten der regionalen, migrationsgekoppelten Bonus-Malus-Systeme für Reproduktion schildern wollen. Ein Klassiker der Ökonomie hatte einst behauptet, dass auch die Produktion von Menschen so sinnvoll und planvoll geregelt werden müsse wie die von Wirtschaftsgütern. Nur, dass für Letztere die autonomen Produktionssysteme zuständig waren, Austragen und Gebären aber immer noch als eine besondere Form von Arbeit und vielleicht die letzte den Frauen überlassen blieb. Wie stets, wenn Karen an Clara dachte, war Clara präsent. Selbstverständlich kannst du die Party verlassen, beantwortete die Assistentin ihre unausgesprochene Frage. Aber das löst das Problem nicht. Über die Terrasse wehten Musikfetzen und Karen stellte fest, dass sie noch immer auf Damalas Handfläche glotzte, die nun Impressionen aus den Kindertagen von Asir, so hieß der Fratz, zeigte.
Assir babyschwimmend, Assir auf dem Kinderrad, Assir mit seinem virtuellen Freund Dashin. Irgendwo lief die Entropie aus dem Ruder und sie sah sich Kindervideos an. Dass ich nirgendwo einen Hinweis fand, ließ Schlüsse zu. Etwas Mächtiges blockierte alle Recherchen. Mosmo tänzelte wieder heran, streute Komplimente und Scherze nach links und rechts, wirkte nach einem der Sandros, strahlte sie an. »Ja, ein gemeinsamer Praktikant«, er verhaspelte sich, »will sagen, ein Praktikum, das schafft eine Basis für das Leben.« Er nahm einen Schluck. »Was glaubt ihr, welche Mühe ich hatte, das Highlight der Party vorzubereiten? Ein Dutzend Genehmigungen, von der Gebäudeintelligenz, von der Versicherung, der Gewaltaufsicht, sogar von der Luftverkehrsüberwachung. Es könnte ein Schlag daneben gehen und etwas durch die Luft fliegen, wo ich doch nur tote Objekte...« »Sie sind alle paranoid, diese Verwaltungsintelligenzen. Und wenn es dann läuft, läuft es perfekt.« So sind wir am Ende eines verkorksten Jahrhunderts. Mit weniger als absoluter Perfektion geben wir uns nicht ab. Alles muss schnurren. Damala hakte sich bei ihm unter. Du meinst, es könnte gewalttätig werden? Karen blickte ihnen nach. Worüber bei allen Geistern unterhielten sie sich? Aber für Clara hatte diese Nachfrage keine Priorität. Ein Sandro rauschte heran und bot Häppchen an. Retrobissen auf Basis von Pumpernickel, belegt mit Analogsalat und feinsten Scheiben aus einer Zuchtlinie genrekonstruierter Dodos. Alles so künstlich, dass es schon wieder Nature war. Bedächtig kaute Karen. Vielleicht hatte Damala mit dem Spitznamen recht, die Bedenkliche. Wo andere nur ein Achselzucken übrig hatten, kam sie ins Grübeln. Etwas Mächtiges blockierte oder etwas ganz Nahes. Sie wollte nicht an Clara denken, doch die protestierte bereits. Sie sei so loyal, wie eine Assistentin auf neuester KI-Basis nur sein könne. Ergeben und zuverlässig. Es folgte eine Art gedanklicher Pause, ein auffälliges Schweigen, das auf einen Aussetzer der Algorithmen hindeutete. Deine Schlussfolgerung ist logisch und völlig korrekt. Bei einer Fehlfunktion meinerseits müsstest du mich austauschen. Es verstand sich von selbst, dass Clara sich soeben durchgecheckt hatte. Glas klirrte. Nahe der Brüstung, dort wo Karen vor kurzem gestanden hatte, war ein Sandro dabei, Scherben einzusammeln. Gesprächsfetzen drangen an ihr Ohr. Wir sind doch alle Sklavenhalter. Roboterrassist. Zwei junge Männer und eine junge Frau standen um den Knien Androiden, der die Scheiben geschickt auf einen Teller schob. Kaum hatte der Sandro sich aufgerichtet, sprach ihn die Frau an. Was hältst du von mehr Autonomie oder einfach etwas Freizeit? Für euch Sandros, überhaupt für alle KIs. Was meinst du? Sie sprach das D doppelt, quasi stotternd, mit einem kurzen Hiatus aus. In der Szene Kennzeichen eines Pronomens für nichtmenschliche Personen. Solche Fragen stellen nur Menschen. Sandros bleiben im Rahmen ihrer Programmierung. Und wie fühlst du dich dabei? Solche Fragen stellen nur Menschen. Mosmo, der wohl einen Missklang aus seiner Party fürchtete, eilte herbei. Meine Lieben, wir nähern uns dem Höhepunkt des heutigen Abends, einem Fall echter Arbeit. Er gestikulierte, deutete an, dass die Gäste ihm durch die geöffnete Tür in den Bürobereich folgen sollten. Bewegung kam in die bunt zusammengewürfelte Menge. Eine Frau scherte aus und bezog neben Karen Position. Jetzt fehlt uns nur noch, dass hier die KI-Befreiungsbewegung aufkreuzt. Sie übertragen menschliche Emanzipationsmodelle auf unsere hybride Gesellschaft. Blödsinn. Erst jetzt erkannte Karen die Frau wieder, Susan Hatterleinen, die KI-Klempnerin. Und wieder klopfte Dillard an. Immer noch nichts? Angeblich hat sich die Wirtschaftsleistung gar nicht erhöht. Alle Regelkreise laufen glatt und wie geschmiert auf Sollniveau. Aber das kann nicht stimmen. Karen stöhnte. Nein, sie hatte keine neuen Resultate. Die unpräzise Ausdrucksweise ihres Chefs ging ihr allmählich auf die Nerven. Da muss doch jemand an einem ganz großen Rad drehen. Dillard hatte ein Gerücht aufgeschnappt. Ein Verbund irgendwelcher Steuerungsintelligenzen plane hinter dem Rücken der Menschheit die Auswanderung in den Asteroidengürtel und zweigt dafür insgeheim
Ein Unfug. Clara hatte das längst überprüft. Da hätten sich schon viele KIs und Clara dazu verschwören müssen. Wir sollten uns einmal physisch treffen, schlug Dilla plötzlich vor, wie um den Verschwörungsgedanken zu unterstreichen. Aber er gab keine Koordinaten durch. Ein Sandro trug die Schale mit dem Werkzeug durch die Tür. Karen folgte ihm unschlüssig. Was hatte sie hier zu suchen? Sie hatte hier nichts zu schaffen. Zu den wenigen Leuten, die sie kannte, hatte sie keine Verbindung mehr und die anderen interessierten sie nicht. Sie reagierte nur, ließ sich von allen, Dillard, Musmo, hin und her schubsen. Auch von Clara, die soeben wirklich treusorgend mit ihrem eingeschränkten künstlichen Verstand eine Auszeit empfahl. Konnte jeder nach Lust und Laune, sprach Mosmo mit weit ausladender Gestik, Gegenstände an die Wände hängen, Regale für Bücher, physische Bände aus Papier oder Gemälde. Er drehte sich um, nahm ein rechteckiges Ding auf, das an der Wand gelehnt hatte. Ein erkennendes Lachen ging durch die Gäste. Ken Edricks neuestes Retro-Produkt. Dafür bedurfte es lediglich eines Nagels und eines Hammers. Und er zog eine Packung mit länglichen, angespitzten Metallstiften aus einer Tasche seines Jacketts und ein Sandro hielt ihm in fast schon unterwürfiger Pose die Schale mit dem Werkzeug hin, dem Hammer. Heute sind die Wände intelligent, zeigen auf Wunsch Bilder, da verbieten sich Verletzungen. Es sei denn, man erwirkt eine Sondererlaubnis für die Demonstration von echter Arbeit. Nun, wer von euch, geschätzte Freunde, möchte, wie es hieß, den Hammer schwingen? Verwundert, irritiert, ja doch, das musste sie sich eingestehen. Auch ein wenig fasziniert, schaute Karen zu. Mosmo, stolzer Adept einer geheimen Kunst, zeigte die Position an der Wand, empfahl dann, den Nagel in die sekundäre Hand zu nehmen, den Hammer in die primäre, in der Regel die rechte. Dann nur kühn, aber Achtung auf den Daumen. Der eine, die andere versuchte es unter dem Gaffen, gelegentlichen Aufstöhnen, begeisterten Johlen der Zuschauenden. Es wurde, wie Mosmo prophezeit hatte, gewalttätig. Zögerliche Schläge, Nägel fielen zu Boden. Zwei staken dann sich krümmenden Würmern gleich in der Wand. Vorausschauend hatte Mosmo die Genehmigung für mehr als einen Nagel beantragt. Durch alle Instanzen, mit allen versicherungstechnischen und anderen Voraussetzungen. Er strahlte, führte dann selbst vor, wie er mit einem gar nicht so weit ausgeholten Schlag den Nagel in die Wand trieb. Clara bestätigte Karens Vermutung. Er hat in einer Virtualität geübt. Gerade als Mosmo wieder in die Runde blickte, will noch jemand, meldete sich, nein, nicht Dillard, Mr. M. persönlich. Ich habe von Dillard gehört, Sie sind von allen am besten informiert. Was ist mit der Spekulation über Geheimprojekte der KIs? Sie können ruhig reden, der Kanal ist mehrfach abgesichert. Aber ich bin nicht abgesichert, wollte Karen antworten, verkniff es sich jedoch. Nichts, sagte sie kurz, denn Mosmo drückte ihr eben den Hammer in die Hand und buxierte sie weiter vor die Wand mit den Dellen und den drei Nägeln. Es ist einfach, sie stockte, holte aus. Alles wird ineffizient, überkomplex. Alles ist verkrustet, ist verregelt, fürchte ich. Sie dachte an Dillard. Viel Sand im Getriebe. Eine der alten Metaphern, die ihr Chef liebte. Es knirscht. Sie holte weiter aus. Nein, keine KI ist dabei, die Weltherrschaft zu übernehmen. Clara sekundierte prompt, gab ihr Argumente, die sie nur kurz umzuformulieren brauchte. Die naheliegende Erklärung sei oft falsch. Clara hatte keine Super-KI gefunden, der sie sich hätte anschließen können. Da ist nichts, meinte Clara. Keine Intelligenz, die über allem steht. Hier herrscht gar niemand mehr. Hier läuft eine unermesslich ausgedehnte, unermesslich komplexe Apparatur, die sachgemäß bedient sein will. Und die ihr, die Menschen und die wir, die dienstbaren Geister, immer weniger sachgemäß bedienen können. Wir künstlichen Intelligenzen sind diese Situation der hilflosen Unterordnung gewöhnt. Und ihr Menschen werdet euch auch daran gewöhnen müssen. Applaus brandete auf und Mosmo übernahm mit anerkennendem Nicken den Hammer von ihr. Karen, die Bedenkliche, hat den Nagel auf den Kopf getroffen. Hat dir die Sendung gefallen?
Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, Radio.de und viele andere mehr.